wunderbare Website Bevölkerungsaustausch.at, die kennst du? Bevölkerungsaustausch mit Ö geschrieben, das wird umgesetzt in eine andere Buchstabenfolge. Da kann man mit bestimmten, da gibt es so Regler wie bei einem Tuner, wo man also zum Beispiel Kinder pro österreichischer Frau, Kinder pro migrantischer Frau, wie viel ist die Nettozuwanderung, wie viel ist die Nettoabwanderung. Diese Regler kann man hin und her schieben und dann wird ausgerechnet an der demografischen, also praktisch die Bevölkerungspyramide wird daneben dargestellt. Und es ist erstaunlich, mit wie wenig man an diesen Reglern drehen muss, um plötzlich zu einer Abwanderung der migrantischen Menschen zu kommen. Also es ist möglich, wenn wir einfach anfangen, diese Parameter zu verändern. Es ist übrigens so, es gibt jemand, der hat die Website bevölkerungsaustausch.de. Und der wäre sehr interessiert daran, die Programmierlogik dahinter zu übernehmen. Vielleicht kannst du den mal überzeugen. Der diese Website hat, bin nämlich ich. Und ich würde das ganz gerne mal machen. Vielen, vielen Dank für euer Kommen. Vielen, vielen Dank für Martin Sellner. Vielen Dank an die Nachbarn, die natürlich ein bisschen genervt sind. Wir wollten eigentlich die Veranstaltung drin machen, aber durch besondere Gründe sind wir jetzt eben hier draußen. Und natürlich noch vielen Dank an die Polizei, die das überhaupt hier ermöglicht. Danke. Danke. Andreas, den Streamer. Erwähne mal den Streamer, ungelogen. Erwähne mal die Doris, die hat das alles ins Internet streamt und die ganze Welt kann sehen. Ja, also es gab, glaube ich, mehrere Streams, aber ich habe hier Klausi organisiert, aber es gab, glaube ich, noch mehr. Vielen, vielen Dank für dieses Engagement. Das war durch unsere eigenen Kräfte hier nicht zu leisten. Danke, dass ihr da wart und dass ihr, dass ihr diese Botschaft hier rausgetragen habt. Martin Sellner, gute Fahrt zu deinem nächsten Date sozusagen. Es geht nämlich jetzt in Schnellroda weiter und ich wünsche euch jetzt einen guten Nachhauseweg. Jetzt noch ein Hinweis der Polizei. Die Polizei bittet darum, dass die Leute, die zur BVG wollen, also hier zum S-Bahnhof, in relativ geschlossen hier durch den Hinterausgang rausgehen und dann werden sie von der Polizei auf den Bahnsteig begleitet oder also auch den Fernbahnsteig, je nachdem wo. Und die anderen, die individuell abreisen, die bleiben vielleicht noch ein bisschen hier. Da müssen wir irgendwie kleine Pulks bilden, dass ihr hier ohne Bedrohung das Gelände verlassen könnt. Vielen, vielen Dank für euer Kommen. Vielen, vielen Dank, Martin Sellner. Danke.